Jo, schönen guten Tag, der Ära ist wieder da und wir spielen Gothic 2. Ich habe jetzt noch ein bisschen rumgespielt an den Einstellungen und so weiter. Und ja, so grundsätzlich ist die Performance so ein bisschen am Abkacken wegen meiner Aufnahme. Weiß auch noch nicht so richtig, woran das liegt, aber ja, auf jeden Fall ist es jetzt ein bisschen besser. Ein paar Glitches und ein paar Hänger und so, das gehört dazu. Da müssen wir jetzt durch. Das finde ich jetzt nicht so schlimm. Das kriegen wir hin. Solange wir daran nicht verrecken, wird das alles funktionieren. Und wir laufen halt nicht so schnell, wie ich das gewohnt bin. Das ist dann aber so. Das kriegen wir aber hin. So, ja. Ja, ich muss mich noch ein bisschen an die neue Steuerung. Die haben so ein paar Kleinigkeiten. Haben sie verändert. Da muss ich mich noch ein bisschen dran gewöhnen. Das wird mir aber gelingen. Das denke ich, kriegen wir hin. Und ansonsten haben wir jetzt hier diese tolle Goblin-Höhle. Oh, hier gibt es tatsächlich gleich mal ein bisschen Geld. Das finde ich ganz cool. Und ja, das macht ja auch so ein bisschen den Reiz von so alten Spielen aus. Kann ja jetzt nicht alles perfekt laufen. Jetzt geht das wieder los, jetzt hakt er wieder. Aber das ist tatsächlich ein Aufnahmeproblem. Also ich bin jetzt, habe jetzt kurz mal getestet, ohne Aufnahme, und dann war das alles top. Also dann ist er auch gelaufen wie eine 1. Keine Ahnung, woran es liegt. Ja, wird schon werden. Wow, das ist ein Minecrawler, oder? Ach du Scheiße, hier rennen die Minecrawler draußen rum. Nee, das ist gar kein Minecrawler, das ist ein Feldräuber. Wow. So was kriege ich doch besiegt, aber dann müssen wir erstmal einen Apfel essen, ne? Und einen Fisch. Und was haben wir hier noch? Blauflieder. Nee, den heben wir mal auf Drachenwurzleben auf jeden Fall auf. Snapperkraut auch. Aber noch ein paar Dunkelpilze. Also das sind so, gibt so ein paar Kräuter, die halt die Hitpunkte heben oder Stärkepunkte permanent machen. Und das wäre natürlich dementsprechend nicht besonders clever, die ohne Trank zu konsumieren, weil als Trank geben die definitiv einfach mehr. Dann kriegt man, glaube ich, 5 Punkte permanent oder so. Und das ist natürlich schon ganz nett. Also das, und davon gibt es jetzt auch nicht wie Sand am Meer. Müssen wir auch mal festhalten. Erstmal noch ein paar Waldbeeren. So, was haben wir hier noch? Heilpflanze. Heilpflanze klingt gut. Da steht es ja schon im Namen, was die macht. So. Okay, ja, und ansonsten werden wir uns hier einfach ein bisschen durchzocken. Das wird sich schon alles einruckeln. Das wird schon alles werden. So, jetzt kommen wir hier wieder raus. Ich glaube, das hier ist eine Art Balkon. Hier können wir, glaube ich, runter wieder auf die Straße zurück. Wenn mich nicht alles täuscht, geht sie hier wieder zurück. Ja, also ich sag's gleich, es ist schon länger her, dass ich dieses wunderbare Spiel gespielt habe, weil es mir einfach immer zu viel Aufwand war, es wieder zum Laufen zu bringen auf so einem Windows 10 Rechner. Aber durch die Aufnahme hat man halt einfach noch mal so einen Grund, sich damit genau auseinanderzusetzen, was ich sehr cool finde. Was jetzt nicht heißt, ich werde wahrscheinlich der 8 Milliardste YouTuber sein, oder ich nenne mich ja nicht YouTuber, aber der 8 Milliardste Typ, der bei YouTube jetzt ein Gothic Replay reinstellt. Aber für mich ist diese ganze YouTube-Geschichte halt tatsächlich so eine Sache, die mich wieder auf Schwung bringt. Und da ist doch der gute Lester. Hi! Bist du es? Tatsächlich. Mann, bin ich froh, dich zu sehen. Lester, wie kommst du hierher? Das war eine Irreflucht. Nachdem die Barriere explodierte, bin ich zunächst orientierungslos durch die Gegend gestreift. Dann habe ich mich tagelang durch die Wälder geschlagen und schließlich dieses Tal hier gefunden. Diego, Milton und Gordon sind noch im Minental. Zumindest denke ich das. Was ist passiert? Nachdem der Schläfer besiegt wurde, hat die gesamte Bruderschaft den Verstand verloren. Ohne ihren Meister waren sie alle nur noch leere Hüllen. Und du? Was ist mit dir? Mir ging es genauso. Ich hatte Albträume und sogar Halluzinationen. Aber ich bin geflohen, als ich wieder einen einigermaßen klaren Kopf hatte. Einmal glaubte ich, einen großen schwarzen Schatten zu sehen,
der sich auf eine Gruppe Flüchtender stürzte und alles in einer riesigen Feuerwolke verbrannte. In dem Moment dachte ich wirklich, ein Drache wäre gekommen, um mich zu töten. Hast du noch mehr gesehen? Nein, ich habe die Beine in die Hand genommen und bin gerannt. Ich bin auf dem Weg nach Korinnes. Was weißt du über die Stadt? Korinnes? Nun, es ist eine Hafenstadt, nichts Besonderes. Warum fragst du? Ich muss zu den Paladinen, die sich in der Stadt befinden sollen. So, tatsächlich. Du kommst doch noch nicht mal in die Stadt hinein, geschweige denn zu den Paladinen. Hast du einen Vorschlag, wie ich in die Stadt komme? Allerdings. Ich habe vor einiger Zeit für einen alten Alchemisten namens Constantino gearbeitet. Er ist sehr einflussreich in der Stadt und hat die Torwachen angewiesen, jeden zu ihm zu lassen, der ihm seltene Kräuter verkaufen kann. Im Grunde ist es ganz einfach. Du sammelst ein großes Büschel Pflanzen, die hier überall wachsen, und gibst vor, für Constantino zu arbeiten. Dann werden sie dich passieren lassen. Sammel aber nicht alles durcheinander. Die Stadtwachen sind ein bisschen dämlich und haben keine Ahnung von Alchemie. Das Büschel muss schon für sie nach etwas aussehen, wenn du damit durchkommen willst. Ich denke, 10 Exemplare ein und derselben Pflanzenart sollten reichen. Danke für den Tipp. Wie lange versteckst du dich schon hier im Tal? So genau weiß ich das nicht. Aber ich schätze mal eine Woche vielleicht. Aber da ist noch eine Sache. Als ich hier abends ankam, habe ich mich oben auf dem Berg umgesehen. Da standen nur ein paar Bäume. Und als ich am nächsten Tag gucke, steht auf einmal dieser Turm da. Ich schwöre dir, der war vorher noch nicht da. Seitdem habe ich das Tal nicht mehr verlassen. Du meinst Xardas Turm? Ich wusste ja, dass er mächtig ist, aber dass er sogar einen Turm erschaffen kann. Xardas, der Dämonenbeschwörer? Er lebt in diesem Turm? Ich weiß nicht, ob mich das beruhigt. Keine Sorge. Er war es, der mich aus dem Schläfertempel befreit hat. Er ist auf unserer Seite. Du musst Xardas von dem Schatten berichten. Es könnte wichtig sein. Du glaubst, es war keine Einbildung? Du meinst, da war wirklich ein... Drache, ja. Du steckst doch schon wieder mittendrin. Hab ich recht? Mittendrin würde ich nicht sagen. Noch nicht. Na schön. Wenn es so wichtig ist, dann werde ich ihn aufsuchen. Aber nicht jetzt. Für den Augenblick werde ich mich ausruhen. Ich bin noch immer erschöpft von der Flucht aus der Strafkolonie. Ich denke, du hast noch viel vor. Wir sehen uns dann später bei Xardas. Okay, dann haben wir schon mal den guten Lester getroffen. Das ist doch schön. Ja, hier wächst aber viel Zeugs. Und hier sind viele Viechers. Jawohl, wir haben einen jungen Wolf erledigt. Okay, also Heilpflanzen, Heilkräuter. Dann müssen wir den Kram nämlich jetzt mal so ein bisschen sammeln. Okay, müssen wir mal schauen. Das da hinten sieht doch schon wieder aus wie Blutfliegen, oder? Ja, das dachte ich mal. Oh Mann. Nicht sterben. Jawohl. Da ist nichts zu holen. Wo wir wieder beim Thema wären. Wir sollten wieder speichern. Was heißt wir? Ich. Ich. Ihr dürft ja nur zuschauen. Okay, was ist das? Eine Höhle voller Ratten. Das Problem, was ich habe, ist, ich müsste... Heilkraut ist gut. Heilkraut ist grandios. Das ist eine Ratte. Eine Rasse, eine Riesenratte. Jawohl, unsere erste Stufe. Unsere erste Stufe, jetzt geht das wieder los. Da ist nichts zu holen. Ja, sehr gut. Ein Lederbeutel. Was ist denn in dem Lederbeutel? 50 Gold. Ui, wir sind ja schon, also tatsächlich haben wir schon richtig Knete zusammen. Also ja, hier ist übrigens auch Gold wieder was wert. So sieht das aus. Es hat sich ausgeerzt. Ab jetzt wird wieder in Gold gehandelt. Es wäre halt schön, wenn ich jetzt mein Gold noch hätte, was ich in der Kolonie zusammengerafft habe. Aber man hat mir ja alles weggenommen. Ui, was ist das denn? Ein rostiges Schwert. Sehr gut.
rostiges Schwert. Kann ich... Gott, ne, da fehlen mir eure ohne Ende Stärkepunkte. Ja, das ist alles wie in der 1. Also es ist tatsächlich alles so geblieben. Man muss jetzt wieder meine Stärke und Krempel zusammenziehen. Und ja, also so von der Grundidee, es gibt, glaube ich, ein paar Eigenschaften mehr. Man braucht, glaube ich, auch fürs Kämpfen lernen, muss man jetzt ein bisschen mehr hinkriegen. Aber ansonsten ist es tatsächlich schon zum Großteil einfach so geblieben. Was ja aber nicht schlecht ist, weil die 1 war ja nicht ohne Grund ein cooles und ein großartiges Spiel, ne? So, jetzt müssen wir mal hier schauen, ne? Wie wir das jetzt gut hinkriegen. Das war jetzt erst mal wieder... Jetzt muss ich schon wieder hier mir so eine Heilkraut reinziehen. Ach Gott. Bum, 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 bum. Wo bin ich denn jetzt hier? Irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe mich total verlaufen. So ist das manchmal. Viehzeug. Oh, irgendwas knarzt hier gerade übel rum. Was ist denn das für ein Viehzeug, bitte? Dass er so komische Geräusche von sich gibt. Ui, ja. Ein Lederbeutel. Lederbeutel sind toll. Da ist Geld drin. Ey, du Saftsack. Einmal in die Luft geschlagen ist. Oh, daneben. Ja, so sieht das mal aus, wa? Ja, nicht das Speichern vergessen. Nicht das Speichern vergessen. Junger Padawan. Jetzt sind wir gerade einmal um Lesters Lager drumherum gelatscht. Hier geht's wahrscheinlich gar nicht. Hier geht es wahrscheinlich gar nicht weiter raus, oder? Ich habe ja gedacht, wir kommen wieder auf die Straße, die wir so und so wollten, aber scheinbar hat er sich hier so sein eigenes kleines Tälchen gesucht. Eine junge Riesenratte. Und ja, was ist denn das hier? Schon drin, das ist die Rattenhöhle. Dann müssen wir jetzt tatsächlich wieder raus und oben durch diese Höhlen zurück. Ist das jetzt euer Ernst oder was? Das ist ja bescheuert. Das sehe ich ja mein Jahr nicht ein, wa? Rumbadidumba, bumbadidai, wir hüpfen und es ist einerlei. Falsche Richtung abgehüpft, das ist Mist. So. Ich will jetzt mal was ausprobieren. Nee, will ich jetzt nicht. Nicht, wenn ich aufnehme. Och, jetzt bleibt er wirklich bald wieder stehen. Ich habe halt echt so... Das ist tatsächlich irgendwie ein Problem. Boah. Läuft hier der Speicher voll oder was? Oder woran liegt denn das? Also das ist am Anfang der Aufnahme geht das immer relativ gut ab hier. Und jetzt ist tatsächlich hier so, so ein bisschen Zeitlupe angesagt. Das ist nicht so richtig lustig.
Ich hoffe, dass es sich dann einfach irgendwann immer wieder ein bisschen erholt und dann wird es gut sein. Ach so, wir sind hier unten drunter rausgekommen. Also wir waren hier drüben in diesem... Oh, Junge. Nun komm, nur lauf ein bisschen. Wir waren hier unten in diesem Tal, waren wir. Alles klar. Kann ich sagen, da war ich noch nie. So. Ist aber auch halt schon lange her, dass ich hier gespielt habe. Ach Mann, das ist echt... Diese Performance nervt mich gerade. Dann muss ich die Folgen kürzer machen. Vielleicht hilft das ja. Hey. Ärger? Verdammt, ich weiß gar nicht, wo die sich alle versteckt halten. Du tötest einen und kurze Zeit später sind sie alle wieder da. Moment mal. Ich kenne dich doch. Du bist doch der Kerl, der mich damals im Minental ständig um Pfeile angebettelt hat. Dein Name ist Kavalorn, richtig? Ah, ich sehe, du hast mich nicht vergessen. Nach allem, was wir durchgemacht haben in der verfluchten Kolonie. Wo willst du eigentlich hin? In die Stadt. So, so. In die Stadt also. Du könntest Probleme mit den Wachen kriegen. Die lassen nicht mehr jeden rein, seit es hier in der Gegend vor Banditen wimmelt. Hier ist in den letzten Tagen einer dieser ehemaligen Psioniker aus dem Minental vorbeigekommen. Er meinte, er geht ständig ein und aus in Korinnes. Er ging in das Tal unter dem großen Turm. Irgendwo bei dem Wasserfall dort muss es einen Weg dorthin geben. Vielleicht solltest du mit dem Typen mal sprechen. Interessante Rüstung, die du da trägst. Gehörst du nicht mehr zu den Schatten? Schatten? Die gibt es seit dem Fall der Barriere nicht mehr. In dem Moment, als wir endlich das Minental verlassen konnten, gab es für mich keinen Grund mehr daran festzuhalten. Ich arbeite jetzt für die Wassermagier. Ich gehöre zum Ring des Wassers. Was machst du hier? Ich sitze hier fest. Wenn diese verdammten Banditen nicht gewesen wären, wäre ich gar nicht hier. Erzähl mir mehr über den Ring des Wassers. Mir ist es eigentlich nicht erlaubt, darüber zu sprechen. Alles, was ich tun kann, ist, dich zu Vatras zu schicken. Er ist der Vertreter der Wassermagier in Korinnes. Am besten, du redest mit ihm. Sag ihm, du kommst von mir. Vielleicht nimmt er dich ja bei uns auf. Wir brauchen dringend mehr gute Leute. Waren du und deine Leute damals nicht mit den Wassermagiern verfeindet? Die hirnverbrannten Zeiten von damals sind vorbei. Es gibt kein neues Lager oder altes Lager mehr. Jetzt, da die Sträflingskolonie nicht mehr existiert, ist jeder auf sich allein gestellt. Die meisten von uns ehemaligen Gefangenen werden immer noch verfolgt. Die Wassermagier konnten erwirken, dass mir meine Strafe erlassen wurde und ich mich jetzt frei bewegen kann. Was machen die Wassermagier jetzt? Sie sind an einer großen Sache dran. Es geht um einen unbekannten Teil der Insel. Ein unbekannter Teil? Wo soll der liegen? Mehr darf ich dir nicht sagen. Sprich mit Vatras in Korinnes. Was war mit den Banditen? Hast du die letzten Wochen verschlafen? Ich rede von dem ganzen Gesindel aus der Strafkolonie, das sich hier in der Gegend breit macht. Plündern und morden, was das Zeug hält. Kann froh sein, dass sie mich am Leben gelassen haben. Ich habe einen Moment nicht aufgepasst. Da haben sie mir von hinten eins übergezogen. Keine Ahnung, wie ich jetzt meinen Kram wiederkriegen soll. Du wurdest von Banditen ausgeraubt? Ja, niedergeprügelt und den Goblins zum Fraß vorgeworfen haben sie mich. Es waren verflucht wichtige Sachen. Ein Brief und mein ganzes Geld. Ich muss es unbedingt wiederhaben. Aber ohne Rückendeckung gehe ich da nicht mehr hin. Dieses feige Lumpenpack. Kann ich dir bei der Sache mit den Banditen helfen? Vielleicht. Aber so abgemagert wie du aussiehst, hast du seit Wochen kein richtiges Schwert mehr in den Händen gehalten. Nun, ich habe wohl keine andere Wahl, als dein Angebot anzunehmen. Meine Zeit wird knapp. Also pass auf. Den Weg hier runter ist eins dieser dreckigen Erdlöcher, in denen sich die Banditen gerne verstecken. Die Kerle dort sind genau die, die meinen Kram gestohlen haben. Sag Bescheid, wenn du bereit bist, und dann schnappen wir uns das Lumpenpack. Ich brauche bessere Ausrüstung. Sehr viel haben die Schweine mir nicht gelassen. Ich kann dir ein Wolfsmesser geben. Reicht dir das erstmal? Messer ist gut. Aber wie steht's mit Heilung? Ich hätte hier noch zwei Heiltränke. Interesse? Klar, her damit. Oh je, oh je, oh je. Das ist natürlich echt spannend. Ja, da klauen wir dir noch ein bisschen was.
So, jetzt schauen wir mal. Ein Wolfsmesser. Das können wir sogar nutzen. Ui, das ist sehr geil. Das ist cool, weil hat 30 Schaden. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, nichtsdestotrotz ist die Zeit schon wieder durch. Man muss öfter mit Leuten reden. Jetzt ist die Performance wieder weiter oben. Es ist echt wahrscheinlich, lange Strecken laufen ist tatsächlich echt ein Problem, weil jetzt sieht das tatsächlich hier wieder ganz cool aus. Vielleicht bleibt es auch so. Wir werden schauen. Irgendwie kriegen wir das schon hin. In diesem Sinne sage ich erstmal vielen Dank fürs Zugucken. Wenn es euch gefällt, freue ich mich über einen Daumen. Schreibt mir in die Kommentare, wenn ihr eine tolle Idee habt, aber wenn so Fehler halt so ein Stück weit randommäßig auftauchen, kann man meistens nicht so richtig viel machen. Und ja, ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald mal wieder. Ciao, ciao. Der Ära.